So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Wir sind auf dem Weg zur Akala Festung in unserem Titanen und haben sie jetzt erreicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich nehme an, wir werden es jetzt verteidigen. Beziehungsweise erstmal müssen wir ja reinkommen. Eigentlich sind wir ja noch außerhalb. Na? Eigentlich sind wir ja noch außerhalb. Mal gucken, wie sie es machen. Mal gucken, wie sie es machen. Ich bin sehr gespannt. Na, letzter Balken, komm, beweg dich. Jawohl. Überlass die Umgebung der Festung uns. Wir schließen dann bald zu euch auf. Schwester! Auch wir müssen los. Ja. Es ist unglaublich, dass ich an deiner Seite kämpfen kann, Sidon. Du hast dich großartig gemacht. Er muss doch wissen, dass sie tot ist in der Zukunft, oder? Genau. Also, dass das schiefgelaufen ist. Das kommt mir jetzt erst, ja. Nun, erst einmal sollten wir uns auf den Kampf konzentrieren. Du bist bereit, oder? Aber natürlich. Natürlich, die aus der Zukunft wissen ja, was passiert ist. Okay. Alter, die Musik ist jetzt schon nice. Wir hören erstmal kurz die Musik. Alter, die ist wieder die riesige Stage, ne? Ich geh erstmal wieder Grog suchen. wir haben die komplette Akala Stage wieder vor uns. Die komplette Akala Stage. Ach du Schande. Okay, Grog suchen. Bestimmt hier am Anfang gleich wieder einer. Die Frage ist, habe ich Zeit? Diesmal muss ich echt gucken, dass ich irgendwelche Balken nicht übersehe und sowas, ne? Wir gehen das mal unten lang. Unterstütze die Verbündeten. Mehr heißt es nicht, okay. Hier können wir gleich mal was einnehmen. Ah, das ist schon eingenommen. Sehr gut. Gute Arbeit. Dann ist hier auch nichts weiter Verstecktes. Nee, okay. Aber hört ihr das Zelda-Theme im Hintergrund? Die haben einfach das Zelda-Theme mehrmals eingebaut. Oh mein Gott, ich liebe die Musik. Also die Musik haben sie in Hyrule Warriors fantastisch gemacht. Oh. Gib dich schnell zu Akala. Ich will dieses schnell nicht lesen. Lass mir Zeit zum Suchen. Was ist denn da hinten los? Oh, okay. Da laufen aber gerade alle lang. Ist das der richtige Weg? Oh, shit. Von hier unten kommt man auch rein, oder wie? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wieso laufen die alle da runter?
Na egal. Die Frage ist halt auch wieder, gibt es überhaupt Crocs? Ich meine, welcher Croc versteckt sich denn auf so einem Schlachtfeld? Am liebsten würde ich ja echt einfach erstmal durchspielen, die Stage, und dann suchen. Das ist halt immer so, ne? Was man hat, hat man. Aber solange wir nicht einen Croc finden, werde ich es noch nicht ganz so gründlich machen. Sobald ich den ersten Croc gefunden habe, weiß ich Bescheid. Wie immer. Alles wie immer. So, jetzt nehmen wir erstmal hier ein. So, das ist meine. Mein Vorposten. Unser Vorposten. Aber ohne Groggy. Im Original sage ich schon, in der ersten Mission von Akala war hier hinten irgendwo ein Grog. Ne? Hier in dem Bereich da hinten rum. Da, wo jetzt alles brennt. Oh. Okay, so viel dazu. Es sind halt leider die typischen Verstecke, ne? Nach wie vor. So, weg mit dir. Hier kurz die Ecke ablaufen. Hier kann man komischerweise so rein in diese Ecke, aber da ist einfach... Ja, da ist einfach nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Okay. Da ist noch so eine Ecke. Okay, da ist auch nichts. Gut, weiter im Programm. Ich lasse jetzt mal in Ruhe hier und versuche mich mal einfach nur auf die Umgebung zu konzentrieren. Und nichts zu verpassen. Was ist das denn? Ah! Hier ist richtig Party. Aber die sind alle einfach kaputt, die Dinger, ne? Die tun mir nichts mehr. Zumindest aktuell tun sie nichts mehr. Richtigen Riecher gehabt für diese Ecke hier. Gut. Sehr schön. Also dann ist der Weg bisher wirklich nur für Crocs, ne? Weil hier kommt man ja nicht in die Festung rein. Die Frage ist, gibt es hier noch einen Croc?
Oder nur Gegner? Ich laufe mal noch hier runter. Da ist ja auch noch so ein Weg. Aber der führt halt auch nicht weiter normalerweise. Müsste da jetzt auch eine Sackgasse sein. Genau. Aber da könnte halt noch was sein. Und wenn es nur eine Truhe ist. Okay. Aber dann war das hier runterlaufen doch schon mal erfolgreich. Zwei Crocs gefunden. Ich denke, das waren auch alle, die wir hier zu suchen hatten. Ich würde sagen, unter den Umständen gehen wir jetzt auch wieder hoch, ne? Hier ist nichts mehr. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Aber wissen kann man es natürlich noch nicht. Ja, es gibt schon auch mehrere Möglichkeiten, dass hier noch irgendwas versteckt sein könnte. Aber gut. Belassen wir es erstmal dabei. Vielleicht kommen wir hier später nochmal runter, weil hier vielleicht wieder das Finale stattfindet. Kann ja alles sein, ne? Wenn es so abläuft wie die normale Akala-Mission, dann war da ja auch später hier unten nochmal Action. Gut. Also weiter im Programm. Die Musik, ey, göttlich. Wie sie immer noch hier oben rumgurken. Einfach nicht weiterkommen. Muss ich den jetzt wieder... Ja, ich hol sie, wenn ich sie brauche. Im Moment brauche ich sie nicht. Solange denen nichts passiert, ist alles gut. So, wie gut haben wir uns hier oben schon umgeschaut, ist jetzt natürlich die Frage. Hier hinten in der Ecke waren wir noch nicht. Hahaha. Es sind immer die Sackgassen. Es sind immer die Sackgassen. Zu easy. Okay. Aber das sind jetzt schon drei Crocs. Drei Crocs bisher komplett außerhalb der Mission. Weil die Mission wäre eigentlich hier lang gegangen. Uff. Drei Crocs einfach außerhalb. Aber trotzdem da unten rumlaufen müssen sie jetzt eigentlich auch nicht, ne? Kommt mal her, Kollegen. Aber wir gehen mal hier hin. Ach, die ist ja hier direkt. Die ist ja bei mir, Mipha. Mipha ist ja schon bei mir. Dann ist ja alles gut. Ja, hier war mal ein Wächter. Der hat sich irgendwie schon erledigt von selbst. Finde ich gut. Ja, die halten auch einfach nichts aus, ne? Wenn die mal in echt so schwach gewesen wären. Okay, cool. Ja, wir retten sie ja, Zelda. Alles gut. Chill. Aber erst suchen wir Crocs. Hier ist so eine Einkerbung. Aber da ist nichts. Okay. Ah, hier sind jetzt mehrere so Einkerbungen. Können auch einfach nur so sein. Ja, hier ist auch nichts. Okay. Schade. So, hier geht's dann weiter. Also müssen wir erst außen rum. Na komm. Tschüss.
Das Problem ist halt, ich muss trotzdem die Gegner so ein bisschen besiegen, weil ich sonst nichts sehe. Sonst sehe ich vor lauter Gegner, sehe ich dann Blumen und so Kram halt nicht. Und das ist dann blöd. Aber es geht ja schnell. Ich meine, wir haben ein voll aufgeladenes Masterschwert. Wir sind über Level 70 mit Link. Also in den Hauptmissionen haben wir keine Probleme. Zumindest noch nicht. Hier geht es auch nichts weiter, okay. Ich würde halt vermuten, dass da am Ende des Ganges, wenn es hier dann runtergeht, dass da nochmal Zeug ist. Oh, hier muss ich auch rein. Unterstütze die Truppen des Hauptmannes. Ja, okay, dann gehen wir da mal rein. Und mach mal ein bisschen Supportarbeit hier. Moin. Ah, habt ihr Spaß? Ich hab Spaß. Na, wo ist euer Boss? Da ist euer Boss. Und tschüss. Mein Vorposten. Okay, ist hier irgendwas? Ich denke nicht. Gut. Gehen wir wieder raus. Hier kann ich in die Ecke laufen. Für genau nix. Nice. Nix ist immer super. Da sind zumindest mal wieder ein paar Rubinchen. Die nehmen wir auch gerne mit. Hier kann ich in die Ecke laufen. Aber da ist auch rein gar nichts. Okay. So, hier ist auch nichts. Aber da kann ich wieder in so eine Ecke laufen. Aber auch hier ist einfach nichts. Okay. Auch hier ist nichts. Entschuldigung fürs Scannen. Oh, das ist noch zu. Hier komme ich noch gar nicht rein. Das heißt, es wird später... Okay, ich muss dran denken, dass das hier später aufgemacht wird. Entweder ich muss hier dann storytechnisch sowieso hin. Oder aber... Ich muss eben dran denken. Weil dahinter ist safe was. Sollte ich da nicht... Entschuldigung, oh Gott. Ah, dieses alberne Gegähne. Sollte ich da nicht storytechnisch hin müssen, dann muss ich so selber dran denken. So, das war der dritte. Der Hyrule-Hauptmann ist verletzt. Was willst du denn? Begib dich mit Mifa zum Hyrule-Hauptmann. Ich bin doch hier. Oder zu welchem? Hä? Müssen wir hier alles besiegen um die Gegend von ihm?
Ja, und nü? Ich bin hier. Ach, ich muss mit Mifa hier hinlaufen. Komm her, Mifa. Weil sie ihn heilen kann oder so? Oder muss ich Mifa dafür spielen? Mifa, ich werde es. Ja. Ah ja. Ja, jetzt habe ich aber Fragen. Daruk war doch der Einzige, den ich nicht austauschen konnte. Erstens, wo ist er? Wieso ist er gar nicht zur Auswahl? Da oben. Und zweitens, wenn ich jetzt Mifa nicht mitgenommen hätte, hätte dann jemand anders ihn geheilt? Weil zu Mifa passt es halt, ne? Aber gut. Aber gut, das war das. Jetzt gucke ich mal, ob die Tore unten offen sind. Weil ich würde schon gerne da unten reingehen. Ja, unterstützt die Verbündeten. Ich würde schon gerne da unten reingehen, bevor wir in die Akala-Festung gehen. Ich wette, jetzt ist das Tor offen, oder? Nein. Wird es später erst relevant? Also ist es immer noch nicht offen. Na gut. Aber dahinter sind halt auf jeden Fall Gegner, also müssen wir da noch hin. Aber vielleicht ist es dann, wie gesagt, die Flucht oder so. Keine Ahnung. Ich will halt nichts verpassen, das ist alles. Dann gehen wir jetzt hier kurz alles vorsichtig ab. Hier ist nix. Wir erleiden ja auch keine Niederlage im Paar. Alles gut. Alles gut, alles easy. Ah, lange kein Krog mehr gefunden, ne? Aber hier war nix. Da habe ich mich schon umgeguckt. Hier vorne, das Feld hoch, war auch nichts, ne? Nee. Nee, okay. Na, dann geh mal rein. Oh, an der Wand ist ein Feuerwächter gewesen. Und tschüss. Los! Alle hinein. Ja, aber. Bewegen sich die da drüben jetzt? Nee, das geht hier einfach nicht auf, ne? Rette den Hyrule-Hauptmann. Ja gut, einfach gehen wir rein. Also gehen wir halt nein. Und tschüss. Klar. So. Hier ist nix, hier ist nix. Okay. Oh nein, da kann man nicht drüber klettern am Rand. Das ist viel zu schwierig, da drüber zu klettern. Hier ist zu. Mifa? Geh
Geh mir nicht auf den Keks, Feuer, Markus, da. Tschüss. Der silberne Mobble. Der ist jetzt aber von außen. Der ist jetzt aber von außen. Abflug. Nee, hä, das ist da unten. Nee, das ist nicht außen, oder? Bewegen die sich jetzt da oder nicht? Ich lauf kurz hin, es tut mir leid. Ich lauf kurz hin. Unterstütze mit Mifa die Soldaten. Ja. Ich spiele ja gleich wieder Mifa. Ist ja gut, Spiel. Ist ja gut. Aber dann verstehe ich nicht, wieso man... Achte auf die Energie des Hyrule-Hauptmannes. Ja, ich sehe den noch nicht, die Energie. Okay, hier ist immer noch zu. Stabil. Also doch sehe ich die Energie tatsächlich nicht. Ich habe jetzt umgeguckt. Ja. Oder muss ich die vor Ort sehen? Ja. Ist ja gut. Ist Mifa schon bei ihm? Okay. Dann, Link. Sieh du zu, dass du mit zu uns stößt. Und wir passen auf, dass der Hauptmann nicht drauf geht. Okay. So, Link, wo bist du? Ah, okay. Praktisch schon da. Rettung naht. Okay. So, kann Impa ihn jetzt heilen? Ha! Sehr gut. Problem? Ich habe auf dem Weg hierher jetzt natürlich Scheiße. Mich nicht nach Crocs umgeguckt. Die Wächter... Was? Egal, wir gehen erstmal die Hauptmänner retten. Scheiß drauf. Ich gucke mich nachher nach Crocs um. Die Wächter im Norden greifen die Akala-Festung an. Okay. Das ist jetzt aber wirklich das... Das ist jetzt aber wirklich das Tor, was aufgegangen ist, ne? Okay, machen wir noch den anderen Hauptmann, bevor mir das hier noch um die Ohren fliegt. Und dann versuche ich mich wieder auf Crocs zu konzentrieren. So, das war der dritte. Okay. What now? Oh. Oh.
Der Gegner ist bis zum Platz vorgedrungen. Rette zusammen mit Mipha Robolo. Hat der jetzt auch eine Energieanzeige oder kann ich mir jetzt mal Zeit lassen und mich nach Crocs umgucken? Es kommt aktuell kein Robelo, befindet sich in einem harten Kampf und so weiter, geblabber. Okay, gehen wir mal kurz hier nochmal lang. Und dann hier hoch. Oh, muss ich da hin? Ah ja, hier ist der Platz. Scheiße. Ist hier zu oder ist hier offen? Nee, 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 mach mal noch nicht auf. Mach mal noch nicht auf, Kollege. Ich will mich erst noch umgucken. Da waren wir schon. wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hier. Ah ja, das ist der Weg, den Link jetzt off-cam gegangen ist, sozusagen. Da muss ich jetzt gut aufpassen. Ha! Genau deswegen. Okay, das war Nummer 4. Also, wenn jetzt draußen das Tor nicht offen ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Yo! Wir machen erstmal den weg. Varuta hat die Wächter besiegt, okay. Stabile Aktion, Varuta. Nice. Ein Bein weniger, aua. Ja, ausweichen war jetzt hier halt nicht so einfach. Aber was soll's, das war's. Nice! Okay, sehr schön. Jetzt ist hier auch der Weg offen. Jetzt muss ich mir den Weg noch umgucken, angucken. Da kommen wir hier raus. Okay, immerhin gibt es schon mal Rubine. Rubine sind auch super. Da hinten ist nichts in der Kiste. Ja, wir gehen mal einmal kurz hier raus. Da ist dieser Zusatzbalkon. Da könnte was sein, weil der ist einfach so offen. Der ist einfach so offen, ohne dass hier was ist, offiziell. Offiziell kein Grund, hier hinzulaufen. Also einmal auf jeden Fall hier das Ding einnehmen. Diesen Vorposten hier einnehmen. Was nicht sonderlich schwierig ist. Na, wo ist denn der Boss? Da. Falsche ich hasse es, dass ich das immer falsch drücke. Ah, was soll's.
Weil so unwichtigen Gegnern ist es auch egal. So, aber die Belohnung hier nehmen wir uns halt vor allem mit, ne? Schöne Rubine holen und so weiter. Also hier hingehen ist schon wichtig. Nicht für 100%, aber einfach für alles andere. Okay, hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter, außer Geld. Gut, dann gehen wir hier noch an die Ecken. Und hoffen, dass da hinten noch zumindest irgendwas Krockiges ist. Oder eine Kiste oder so. Nix, ist hier nur ein Vorposten. Ich meine, ist okay, wenn hier nur ein Vorposten ist, ist hier halt nur ein Vorposten. Dann ist es halt so. Ja, dann habe ich es zumindest versucht, ne? Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Ich habe mich hier eigentlich umgeguckt. Eigentlich. Na gut. Dann gehen wir den Kreis nach oben. Nein, wir gehen jetzt erst außen hin. Weil ich komme hier eh wieder zurück. Ich komme hier eh wieder durch nachher. Wir gehen jetzt erst außen hin. Und Robelo scheint zu warten. Also kann ich jetzt den Weg hier außen begehen. Ja, und Varuta hat sich um die ganzen Wächter gekümmert. Sehr gut. Wehe, jetzt ist das Tor wieder zu. Ich renne jetzt zum 5. Mal oder so hier runter. Jetzt ist offen, sage ich ja. Sehr gut. Moin. Ich hab den nicht erwischt. Ach, komm schon. Ah, doch, habe ich, okay. Luxusgeflügel war dabei, jawohl. So, aber wir wollen ja noch den Weg hier runterlaufen. Durch die riesige Horte hier. Oh mein Gott. Es sind halt so viele Gegner. Ich muss die erst alle wegfetzen. Es hilft leider nichts. Weil sonst sehe ich halt überhaupt nicht, ob hier irgendwo ein Krogi ist oder nicht. Das ist halt das Ding. Ah, da war eine Kiste mit einem Diamanten. Nice, nice, nice. Alleine das war es schon wert. Alleine das war es schon wert, okay. Zack. Okay, hier war noch nichts. Okay, aber irgendwie komme ich noch da nach hinten. Da ist noch ein Weg, also da ist noch eine Fläche eingezeichnet. Irgendwie muss man da noch reinkommen. Hier? Hier? Ah, hier. Also da ist safe irgendwas. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Willst du mich veralbern? Bin ich blind? In diesem hinteren Bereich ist einfach nichts. Ernsthaft? Ich gehe nochmal nach hinten, aber... Da ist nichts, oder? Ich habe doch mich jetzt umgeguckt, da ist nichts. Ja gut.
Ja gut, ich hätte hier definitiv den Krog hingesetzt. Ja, dann ist da halt nichts, ne? Na, dann hoffe ich echt, ich habe jetzt nichts übersehen. Hier ist auch nichts. Ich bin echt irritiert. Ich hätte definitiv hier irgendwie noch einen Krog hingesetzt in diesem Abschnitt. Aber hier wird jetzt nichts hingesetzt. Ha. Na gut. Glauben wir das halt mal. Glauben wir das halt mal. Ich gehe jetzt zwar jetzt mit sehr schlechtem Gewissen zurück. Ich wette, ich habe da was übersehen, aber gut, dann... Im Moment ist es, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Scheiße. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ganz ungutes Gefühl bei der Sache, aber was soll's. Also bisher haben wir 4 Krogs, ne? Dann gehen wir jetzt noch den Kreisweg hoch. Und dann ist oben halt der Endkampf, wenn wir Robelo verteidigen. Na gut, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und Zelda steht hier einfach rum und wartet, dass wir machen. Ist schon recht, Prinzessin, schon recht. Aha, Nummer 5. Ach, komme ich von hier aus gar nicht weiter? Ach so, das war tatsächlich nur für den Krog, dieser Abschnitt hier. Aber dass es da draußen keinen Krog gab. Ich meine, es gab die Truhe mit dem Diamanten. Ja, klar ist die auch cool. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Na gut, das heißt, der Abschnitt war auch wirklich nur für Kroggy. Okay. Okay. 5 Stück haben wir jetzt. Hoffen wir mal, dass es alle waren. Hier im Nachhinein wieder den Krog suchen wird nämlich kacke, weil halt es ist so groß, ne? Und man weiß nicht, wo der ist dann. Man kann sich zwar grob erahnen, aber... Naja, wir werden sehen, ob wir alles haben oder nicht. Jetzt gehen wir erstmal Robelo retten. Okay. Oh, er hat schon aufgemacht. Ja, huch. Ja. Etwas Böses über uns. Oh oh. Wächter? Ja. Aber ein spezieller Wächter. Ein ganz spezieller Wächter. Ein Wächter mit voller Verheerung. Zornwächter, okay. Dann wollen wir da mal nicht lange fackeln. Und dem Zornwächter zeigen, was eine Harke ist. Aua. Nice.
Achte auf die Energie des Hyrule-Hauptmanns. Welcher denn? Wo denn? Ich sehe gar keinen. Ah, Daruk ist jetzt auch da. Okay. Ach so, deswegen darf man Daruk nicht am Anfang spielen, weil der erst reinkommt. Daruk ist angekommen und begibt sich zur Akala-Festung. Oha, 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 oha. Jo, was ist denn hier jetzt wieder alles los? Okay. Zurück. Ah, jetzt laufe ich wieder zurück, oder was? Ah, von hier oben kommt man dann runter. Ha, ha, ha. Komm her. Steinspalter. Und? Yes. Kroggy Nummer 6. Gut, dann gehen wir hier runter. Und hier raus. Was? Und zieh da mal gescheit durch. Maruta hat die Wächter besiegt, alles klar. Okay, so. Da raus ist Quatsch. Hier raus. Die anderen Truppen retten. Oh, ist der unten auf dem Platz? Nee, der ist drüben. Okay, da komme ich also sofort hin. Yo, hi! Und tschüss. Bravo. So, das war die Nummer. Was jetzt? Ah ja. Da drüben ist auf jeden Fall Party angesagt. Noch einer. Das ist ein Blitzhinox da im Hintergrund, ne? Das ist ein Blitzhinox. Eieieiei. In Achtung. So, weg mit dir. Alter. Dieser Abschnitt verdient den Begriff Schlacht wirklich. Ja, Blitzhinox. Wait! Hier sind zwei Hinoxe! Hinterricht die Gegner am Angriff auf die Akala-Festung. Alles klar. Auf der großen Ding sind jetzt auch noch. Okay. Okay, Mifa, wo bist du? Wieso kann ich jetzt niemanden schicken? Ah, jetzt. Ah, Befehl. Mifa ist hier. Mifa, gehst du nach da. So. Wo bist du? Du bist bei mir. Du gehst auch nach da. Ich komme hier selber klar. Und Daruk, wo bist du? Du bist hier. Du bleibst hier. So. Sehr gut. Jo, der Blitzhinox. Alter, halt an, Kollege. Na, warte. So, der ist weg. Blitzhinox. Mein Freund, jetzt bist du dran.
Ja, komm, roll dich, ist in Ordnung. Dann kann ich nämlich den raushauen und ab mit dir. Nice. Ach, komm schon. Okay, das war's mit dir. Gut, sehr schön. Dann, Link. Du nach da. Und ich wechsle zu Mifa. Das ist nicht Mifa. Ach, solche Wächter! Halleluja! Wie soll ich dann an die rankommen? Aua! Alter! Ah, ich verstehe. Danke für den wertvollen Hinweis. Oh mein Gott! Ab dafür! Also treffe ich den nicht! Ich komme nicht an den ran. Holy shit. Jetzt. Jetzt. Okay, weg mit dir. Holy shit. Puh. Das war die Nummer hier. Okay, dich noch. Begib dich zur Ostseite der Brücke. Ach so. Dann kann ich eigentlich wieder zurückwechseln einfach. Der ist ja eh schon dort. Ah ja, noch ein Wächter. Zwei! Drei! Willst du mich komplett foppen? Die Kanone ist einsatzbereit. Ah, wir müssen jetzt da reingehen. Ach so, gar nicht gegen die kämpfen, sondern die haut's jetzt so weg. Alles klar. Und die Brücke ist kaputt. Wir zerstören einfach die komplette Brücke. Und jetzt müssen wir nach unten auf den Platz. Yo, ist das episch gemacht, ne? So, da fehlt nicht mehr viel. Ist das episch gemacht, diese Schlacht. Wahnsinn. Richtig gut. Und tschüss. Und da fehlt auch nicht mehr viel. Nein, ich habe mich getroffen. Okay, ich bin trotzdem ausgewichen. Stabiler ausweichen. Ah! Mach dich weg! Puh! Was eine Mission. Sehr epochal gestaltet, muss man sagen. Sehr, sehr gut. Puh! Ich hoffe, wir haben alle Crocs.
bin skeptisch, dass wir alle Crocs haben. Ich bin sehr skeptisch. Aber wir sind gleich schlauer. Puh. Oh, antiker Riesenkern dreimal. Oh, das ist gar keine Sequenz mehr. Das ist mein Menü. Ich dachte, es kommt noch eine Story-Sequenz. Aber jetzt kommen natürlich wieder ganz viele... Ja, da ist die nächste Hauptmission. Und ganz viele Sachen zum Freischalten. Ich sehe schon mal Rasseln. Rasseln sind super zum Freischalten. Da gucken wir gleich mal, was das ist. Yo! Da ist richtig viel Zeug da. Oh mein Gott, da ist richtig viel Zeug dabei. Gar nicht so viele Spielmissionen, aber viel Freischaltmissionen. Kampf um die Hateno-Festung. Ah ja, nach Hateno müssen wir auch noch. Da ist dann wahrscheinlich Pura zum Retten. So, haben wir die Crocs. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Yes! Wir haben alle Crocs. Okay, dann im nächsten Part schauen wir mal, was hier alles zum Freischalten aufgetaucht ist. Ich bedanke mich fürs Erste fürs Zuschauen und sage Tschüss.